Von GoFoto habe ich hier diese GoFoto Handy- und Kamerahalterung bzw. dieses Stativ bekommen. Ich soll das einfach mal testen, auspacken und das möchte ich auch machen und euch das einmal zeigen. Das Stativ selber ist halt geeignet für Handys und auch für Kameras. Es ist äußerst flexibel, weil man kann es überall anbringen. Es ist wasserdicht, es hat wohl einen 360-Grad-Kern, sodass man das hier drehen kann. Und so wurde es zumindest mir versprochen, man kann mit Bluetooth das Ganze auslösen. Wir schauen uns das mal an. Wir packen also das Stativ einmal aus. Und es kommt, genau, das ist auch der ganze Inhalt in dieser Packung. Wir haben hier einmal einen Fernauslöser für, das mal richtig rumhalten, iOS, Kamera 360 und Android, genau. Das packen wir einmal aus. Also ein Fernauslöser, einmal für iOS und einmal für Android, brauche ich gar nicht auspacken. On, und ihr seht, da ist auch eine Batterie direkt drin. Mit der Möglichkeit, sich das umzuhängen. So. Hier nun das Stativ. Das hat ein Metall bzw. Draht innen drin. Ist äußerst flexibel. Ihr könnt also auf sämtlichen Untergründen das Stativ hinstellen. Ihr seht, das ist hier oben auch sehr, sehr flexibel. Hier die Handyhalterung. Das kann man auch festdrehen. So. Hier ist. Ja. Auch gerade wieder machen. Und wir schauen uns das mal mit Handy an. Eins habe ich noch vergessen zu zeigen. Ihr könnt das natürlich hier abschrauben und auch so hier dran machen. Das heißt, ihr habt hier jede Menge Verstellmöglichkeiten. Das macht auch alles einen sehr, sehr soliden Eindruck. Das ist kein billiges Material. So, ihr könnt das also so anbringen, nach oben, in alle Richtungen und natürlich auch wieder umschrauben. Ihr könnt das nach vorne gebeugt. Also da ist alles möglich. So, ich mache es wieder an und jetzt werde ich mal das Ganze koppeln. GoFoto. Koppeln. So, ich habe das Ganze jetzt gekoppelt. Das ging ohne Problem. Ihr seht, das ist hier verbunden. Und jetzt gehe ich einmal auf die Kamera. So, ich bin also hier auf der Kamera. Wir sind jetzt aktuell bei der Aufnahme über den Bildschirm und ich drücke jetzt mal auf Foto. Und ihr seht, er hat ein Foto gemacht. Ich gehe mal auf Video. Gehe auch mal in den Quermodus. Na, so. Und drücke mal auf Video. Das soll bis zu 9 Meter Entfernung soll das Ganze funktionieren. Ihr seht, er nimmt jetzt auf und ich stoppe auch wieder. Also das ist eine ganz hervorragende Geschichte und da macht ihr das einfach wieder aus. Und so könnt ihr aus der Entfernung Aufnahmen machen von mit eurem Handy, zum Beispiel Selbstporträts bzw. Selfies. Ich habe hier nun mal ein x-beliebiges Handy, in diesem Fall ein Samsung A70, an dem Stativ befestigt. Und ich könnte jetzt hier runterfilmen, hier hochfilmen. Also da geht alle Möglichkeiten. Ich habe es ein bisschen festgedreht. So, ich drehe mal ein bisschen lockerer wieder. So, und wenn ich das Ganze jetzt umändere, sprich ich schraube das hier los. So, und wenn ich das Ganze hier losmache und andersrum drauf schraube, das geht reibungslos. Wie gesagt, die Materialien machen hier einen sehr, sehr guten Eindruck. So, und wenn ich das jetzt hier umgeschraubt habe, dann kann ich das Handy wieder einspannen. Wie gesagt, jedes x-beliebige Handy. Und nach unten, nach oben, nach rechts, nach links. Ich kann das Ganze hier rüber neigen, drehen, festziehen auch. Dann passiert hier nichts mehr.
Ich kann das hier alles umändern. Dann zeige ich so schon nach oben. Zig Möglichkeiten, die ich hier habe. Das ist wirklich sehr stabil hier. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, das ganze Stativ auch um etwas drum zu wickeln. Nehmen wir mal an, mein Arm wäre jetzt ein Ast. Dann mache ich das einfach. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Ich zeige es jetzt gleich mal vor der Kamera. Dann baue ich das Stativ einfach hier drum. Ja, das ist jetzt schwierig festzuziehen mit einem Arm. Aber ihr könnt schon ahnen, das Ganze hält, wenn man es entsprechend dann mit zwei Händen festzieht. Und dann kann man wunderbare Aufnahmen auch machen. Egal wo man gerade ist, um ein Geländer, um einen Baum, Ast etc. Ich zeige das gleich nochmal in anderen Situationen. Ja, was ihr hier natürlich alternativ zum Handy auch einsparen könnt, das ist natürlich auch jede x-beliebige Kamera. Das geht einfach hier, indem ihr oben drauf schraubt. Um euch mal zu zeigen, wie flexibel das Ganze ist, ihr nehmt zum Beispiel einen Türgriff und müssen wir mal gucken, ich mache es ja auch gerade hier vor der Kamera zum ersten Mal. Wir machen das jetzt hier fest. So, das ist jetzt relativ fest. Jetzt nehmen wir einmal die Halterung fürs Handy, schrauben die hier oben drauf. So, und nun das Handy einmal eingespannt. So, und ist jetzt sehr dünn hier natürlich so ein Türgriff, aber wenn man das entsprechend festzieht, so, ja, es muss wirklich sehr festgezogen werden, weil es so dünn ist. Okay, vielleicht muss man das auch einfach ein bisschen hier zur Seite noch. Probieren wir mal aus. Das ist ja sehr flexibel. Wenn wir das am Türgriff festkriegen, dann ist das natürlich die Königsdisziplin. So, ihr seht, es hält am Türgriff. Wir können jetzt per Fernauslöser, wenn ich das auf Android einstelle bzw. mit dem Android-Handy verknüpfe, direkt per Fernauslöser unsere Aufnahmen machen. Insgesamt betrachtet, jetzt nach den kurzen Minuten, wo ich das Ganze ausprobiert habe, muss ich sagen, das ist ein sehr schöner Artikel, macht einen super hochwertigen Eindruck. Es ist alles dabei. Das Einzige, was hier mir noch persönlich fehlt, das wäre eine kleine Schlaufe. Aber gut, das kann an jeden Schlüsselanhänger, an jedes Schlüsselband und hier kommt wohl eine kleine Knopfzelle rein. Gucken wir mal, ob wir da rein. Ja, eine kleine Knopfzelle, eine CR2032, also durchaus handelsüblich. Und ja, ich kann es empfehlen zum Kauf auf jeden Fall. Ihr seht, es geht auch wieder gerade alles. Und ich verlinke euch den Artikel mal einfach in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.